Über den EM-Match zwischen der Schweiz und Albanien ist im Vorfeld viel geschrieben worden. Ein Haufen Spieler mit albanischen Wurzeln spielen für die Schweiz. Umgekehrt gibt es aber auch solche, die in der Schweiz aufgewachsen sind und für Albanien spielen. Eine interessante Mischung also, auch für den David Lendi, der gestern am Public Viewing in Aarbon war. Langen Tag hinter mir schließt, bin ich endlich angekommen. Schweiz gegen Albanien. Ein Thema, das seit vielen Monaten immer wieder aufkommt, weil ein Haufen Schweizer Spieler albanische Wurzeln haben und bei den Albanern viele in der Schweiz aufgewachsen sind. Genauso durchmischt gestern das Publikum zu Aarbon. Es ist eigentlich ein Mix aus beiden Nationen. Ja, mal schauen, wie das rauskommt. Ich bin sehr gespannt wegen schon Mentalitätsunterschieden und Mentalitätskonflikten. Und das ist einfach ein spannendes Spiel wird sein. Das ist einfach der Bessere gewinnt. Und ich denke, das ist die Schweiz. Wenn man hier aufgewachsen ist in der Schweiz, wahrscheinlich auch ja, für die Schweizer. Aber mehr für Albanien, ist ja klar. Wir haben so schönes Wetter, es ist alles auf unserer Seite. Für Albanien ist es ein besonders spezielles Spiel. Sie sind nämlich das erste Mal an einer EM mit dabei. Das allein ist für viele Exil-Albaner ein Grund, um ans Public Viewing zu gehen. Das ist unser grösster Wunsch, dass Albanien die EM ist. Und wir waren schon sehr lange auf dem Match. Jetzt. Dass Albanien endlich mal so weit ist und nur wieder einen Sieg. Ich denke, Albanien gewinnt sowieso von dem her. Wieso gewinnt Albanien sowieso? Ja, bessere Spieler. Ich meine, Schweiz hat auch noch albanische Spieler. Sacheri, Xhaka. Und trotzdem ist der Wieler Fabian Scher, der die Hoffnungen der albanischen Fans nach nur 5 Minuten trübt. Jubel bei den Schweizer, Ernüchterung bei den Albanern auf der Seewiese. Nichtsdestotrotz, die Albaner lassen sich sowohl auf dem Platz zu Lens wie auch am See zu Aarbon nicht entmutigen. Sie bangen und kämpfen 85 Minuten weiter. Am Resultat hat sich bekanntlich nichts mehr geändert. Und passend für den Schmerz der Albaner fängt es nach dem Match auch noch an zu regnen. Nochmal ein Grund für die Albaner-Fans, möglichst schnell heimzugehen. Für die Schweizer hingegen scheint trotz dunkler Wolken die Sonne. Wir kommen in Halbfinale. Ich sehe es kommen. Die Punkte eingebracht, würde ich sagen. Also sehr froh. Guter Start. Ich bin extrem glücklich, weil ich 1-0 tippt für die Schweiz. Also von dem her habe ich voll gewonnen. Ob die Schweiz aber ihr zweites Spiel gewinnt, kommt dann am Mittwoch aus. Dann trifft die Schweiz auf Rumänien und Albanien auf den Gastgeber Frankreich.